Hallo Nico hier von der Ikonenschmiede. Heute ein kleiner Vlog, um einfach mal so ein bisschen Feedback zu geben, was jetzt in den letzten Tagen auch passiert ist. Wir haben sehr viel mit Micky Kuhn auch uns unterhalten über verschiedene Strategien, haben jetzt ein paar Dinge auch schon ausgeübt und ausgeführt. Und es ist auf jeden Fall so, dass jetzt erstmal Ikonenschmiede online ist. Endlich ist es online. Ich musste die Seite komplett neu machen wegen ein paar technischen Feinheiten. Konnte ein paar Sachen nicht so umsetzen, wie ich es wollte, und dann natürlich mit der DSGVO. Ja, da bin ich lieber vorsichtig, ne? Es gibt Dinge, die sollte man nicht herausfordern. Also man sollte sein Schicksal in der Form nicht herausfordern, es muss ja nicht sein. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus möchte, ich habe die letzten Tage keine Videos gepostet. Warum? Weil ich an einem großen Guide arbeite. Einem großen Guide für Künstler, wie man Kunst verkauft. Das sind insgesamt 10 Videos, die ich hochlade oder hochladen werde, noch diese Woche, damit ihr dann einfach auch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habt, die ihr durchgehen könnt. Und das wird dann auch in einem Guide auf meiner Website dann veröffentlicht, in einem Artikel, den ihr dann immer und immer wieder auch erreichen könnt. Der wird ja einfach verfügbar und zugänglich sein, und der wird in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich immer wieder vervollständigt mit Literatur, die ich auch im Vorfeld heraussuchen werde, damit ihr nicht nur mein angelerntes Wissen immer wieder hört, sondern auch die Meinungen von wirklich etablierten Marketern, die verstehen, wovon sie sprechen, und vielleicht auch so ein bisschen Neuromarketing. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir so tief in den Hasenbau uns begeben, aber es sind sehr viele interessante Themen dabei. Es beginnt mit der Marke, dann dem Community Building, und als drittes haben wir die Tools, also die Reichweite. Was da drunter fällt, nur mal ganz kurz, also unter die Marke fällt die Intention, die Methode und das fertige Kunstwerk. Im zweiten Teil haben wir das Community Building, wo wir am Anfang den Kundenavatar haben. Als zweites Content Marketing und als drittes Kundenbindung und Verkauf. Und dann im dritten Zug haben wir die Reichweite, also die Reichweite zu erhöhen, und da hätten wir Link-Building und PR als zweite strategische Partnerschaften und Marketing-Tools. Zu Marketing-Tools zähle ich vor allem so Sachen wie bezahlte Werbung auf Facebook oder auch Google Ads. Also das sind für mich Marketing-Tools, weil das ist nichts, was jetzt natürlich verfügbar ist, und wer weiß, was sich auch in den nächsten Jahrzehnten auch was aus diesen Marketing-Tools wird in den nächsten Jahrzehnten oder aus diesen Plattformen. Man weiß es ja nicht. Ne? Yahoo hat auch niemand mehr auf dem Schirm. Deswegen, wer weiß. Ich fokussiere mich deshalb in erster Linie immer auf die Marke und dann als zweites auf deine Zielgruppe und auf deine Community, weil die ist völlig unabhängig von der Technologie, die du benutzt. Und wenn du halt die Technologie an sich nicht benutzen möchtest, dann hast du auf jeden Fall gute Möglichkeiten, wenn du schon die unteren zwei Stadien für dich entdeckt hast und die ordentlich auch bedienen kannst. Denn nicht jeder muss mit Facebook Werbung machen. Ne? Gut, das war es soweit von mir. Schau doch einfach mal auf meine Website ikonenschmiede.de, würde mich sehr freuen. Ansonsten @ikonenschmiede auf Instagram, da werde ich jetzt auch in nächster Zeit immer regelmäßiger auch was posten, damit du da auch ein bisschen so Hintergrundinformationen noch zu Micky Kuhn erfährst und wie ich eben auch die ganzen Posts aufbaue und Einglieder. Deswegen auch Tipp an dich, nicht unbedingt darauf hören, was ich sage, sondern was ich mache. Also einfach die Posts dir anschauen, wie ich meine Website auch aufbaue und so weiter. Das hat alles ein bisschen auch Strategie, was aber auch im Laufe der Zeit sich dann weiterentwickelt. Das ist alles ein Prozess, und man sieht natürlich, wie ich das auch schon in mehreren Videos angesprochen habe, du hast eine Annahme von deinem idealen Kunden, und mit deinen Inhalten testest du diese Annahme. Und wenn sich die Annahme verändert oder wenn du merkst, deine Annahme war falsch, dann musst du dich natürlich auch anpassen, aber natürlich zu deiner Marke auch kongruent bleiben. Du kannst ja dich nicht verkaufen, so deine Seele verkaufen. Ne? Gut, das war's von mir. Freu dich auf den Guide. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, von dir mal in meinem Blog lesen zu dürfen, wenn du mal einen Kommentar hinterlässt, oder auf Instagram @ikonenschmiede oder ikonenschmiede.de. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.